Ja, hallöchen und willkommen zu diesem kleinen Video. So, ich mache hier kurz nebenbei auf Server 18 meine Alus, aber es geht jetzt hier mal nicht um Shakes and Fidget. Ja, nehmen wir das hier mal. Ja. Achso, genau, hier habe ich auch noch ein neues Epic gefunden. Wo ist es denn jetzt hier? Ah, da. Die Handschuhe hier habe ich im Laden gefunden. Ja, ich meine, immerhin. Also, ich denke mal, die sind schon besser als meine jetzigen. Die sind zwar Dreier-Attribut, aber. Die hier sind doch mit der Aura perfekt, also genau auf mein Level abgestimmt. Und die haben mehr Rüstung, von daher werde ich die, glaube ich, behalten und die dann ins Klo werfen. Die ganzen Items kommen auch alle ins Klo. Es sind alle relativ alt hier, alle vom Epic Event. Das hier habe ich auch im Laden gefunden, das brauche ich aber eigentlich auch nicht. Und der Gürtel ist jetzt auch schon etwas älter. So, das war's dazu. Und ich will auf jeden Fall erst einmal nochmal meinen zweiten Kanal vorstellen, beziehungsweise meinen Halo-Kanal. Also für alle die, die Halo spielen, vielleicht auch nicht, ist, denke ich mal, für jeden relativ interessant. Wo ist denn jetzt da? Halo-Kanal. Da könnt ihr einfach draufklicken, ist hier also verlinkt. Einmal hier, direkt als Link und hier in meinen Empfehlungen müsste der auch noch irgendwo rumschwirren. Oder habe ich ihn da schon rausgepackt? Ne, da habe ich ihn schon rausgepackt, egal. Jedenfalls ist hier mein Halo-Kanal als Link. Und dann kommt er hier auf The Halo Weapons. Hat bisher nur 164 Abonnenten, aber ja gut, ist eben nur ein Halo-Kanal. Da werden jetzt regelmäßiger Videos drauf kommen. Bisher, also da war jetzt hier eine dreimonatige Pause, also ja, da hatte ich eben keine Zeit, so richtig Halo zu spielen. Und jetzt habe ich aber wieder ein paar Clips und ich bin hier sogar gerade am Bearbeiten, hier in Sony Vegas. Und deswegen könnt ihr den gerne abonnieren, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn da kommt auf jeden Fall auch bald eine Montage, Halo 3 Montage. Und ja, da gebe ich mir auf jeden Fall noch viel Mühe mit dem Kanal. Es werden Clips, Gameplays, Commentaries kommen, ja, wie gesagt, Montagen und wie gesagt auch bald Halo 4. Halo Reach auch, wenn es denn genügend Leute gibt, die Halo Reach auch sehen wollen. Ja, dann natürlich auch gerne Halo Reach. Aber es würde mich auf jeden Fall erstmal freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. 164 Abonnenten ist noch ein bisschen wenig. Und ich würde mich echt extrem freuen, wenn die Videos ein paar mehr Aufrufe bekommen. Vor allem die nächsten Videos, die Montage, die ich jetzt gerade mache. Und Lennart bzw. Myth macht gerade meine richtige Montage. Also ich mache mehr so eine Mini-Tage, aber gut. Ja, hier geht es auch noch auf jeden Fall weiter. Und vielen Dank an die 1800 Abonnenten. Jetzt fast, einer fehlt noch. Und ja, über 2 Millionen Videoaufrufe, das ist echt ziemlich krass. Es kommt auch später noch ein neues Jackson Fidget Video, keine Sorge, hier der Part 2 auf Server 18 mit dem Dungeon. Das, ja, da habe ich ein bisschen gefailt, aber das seht ihr dann, das erkläre ich dann euch schon noch. Das war echt eine ziemlich blöde Aufnahme. Da hatte ich schon ziemlich viel Pech. So, achso, und dann in der Beschreibung steht noch ein Link. Also einmal steht mein Halo-Kanal in der Beschreibung. Wie gesagt, abonnieren wäre richtig genial. Und es steht noch ein anderer Link da. Und zwar, Moment, ich zeig's euch sofort. Ja toll, die Quests sind richtig kacke. Also in der EP-Bremse kann man da echt nicht viel machen. Ja, dann muss ich die wohl nehmen. So, da steht noch ein anderer Link da. Und zwar der Link zu einem Video von Sykes. Moment, ich zeig's euch, ich zeig's euch. Wenn nicht so noch. Da ist es doch, oder? Das müsste es sein, ja. Das ist hier der Skype-Abend, der zweite Skype-Abend. Da reden wir über das perfekte Browser-Game. Und, ja, mit Dreamscape, Spieletrend, Myth, Aurelion und mir. Da reden wir alle zusammen über das perfekte Browser-Game und was an Shakes and Fidget noch besser gemacht werden sollte oder müsste. Und das solltet ihr auf jeden Fall mal angucken. Also, wie gesagt, es ist bisher relativ gut bewertet worden. Und da haben wir uns viel Mühe gemacht, viele Ideen geäußert und so weiter. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Link, wie gesagt, in der Beschreibung. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich lang und aber sehr interessant. Yo, ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Ja, 4 Minuten schon. Ihr könnt ja mal sagen, ob ich laut genug bin für euch, denn ich habe meinen PC komplett neu installiert, damit ich mir wieder Sony Vegas holen kann. Ich habe oder hatte eine legale Version von Sony Vegas, die konnte ich bei meinem, ja, bei meinem alten Windows 7 nicht installieren. Ich weiß nicht warum. Also,
Ich habe es versucht ohne Ende und habe doch eine andere Version genommen und 32-Bit versucht statt 64. Aber ich konnte es nicht installieren und das hat mich schon sehr gestört, weil ich eben, wie gesagt, ein paar Halo-Sachen bearbeiten wollte und ein paar andere Sachen rendern und bearbeiten. Und das konnte ich dann nicht und jetzt geht's so halb. Ich kann nämlich keine AVC-HD-Videos reinziehen, aber naja. Das ist ein anderes Problem. Gut, das werde ich dann gleich noch ein bisschen weiter bearbeiten und eventuell kommt dann heute noch eine kleine Mini-Tage von Halo. Ja. Shaxx & Fidget kommt dann auch gleich, wie gesagt. Und das war's dann eigentlich schon. Mehr so ein kleines Info-Laber-Video. Aber auf jeden Fall mal die Links in der Beschreibung anschauen und euch den zweiten Skype-Abend anschauen. Jo, dennoch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und ciao.